Welche Herausforderungen, wenn Sie eine Liste haben von ja, 10 Punkten, was wären so die drei großen Herausforderungen der Europäischen Union 2020 plus? Also für mich, dass wir endlich kapieren, dass wir in einem Boot sitzen und wirklich an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist nämlich die Basis für die anderen Herausforderungen. Und das ist jetzt natürlich definitiv der Klimawandel. Dann für mich ganz stark der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser sich so stark bereits veränderten Arbeitswelt mit der ganzen Digitalisierung, den neuen Arbeitsformen. Da müssen wir fast von unten heran wieder beginnen, so einen Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzubauen. Ich denke, das sind die großen Herausforderungen, die wir einfach nur geeint und mit einem großen Zusammenhalt bewältigen werden. Ich glaube, die Europäische Union muss jetzt einmal die Gefahren der Spaltung, sie muss die Gefahren des Nationalismus, sie muss die Gefahren der Extreme, des Extremismus und ja, der Rücksichtslosigkeit und der Radikalität als erstes überwinden. Und zum Zweiten, wir müssen uns die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union so stärken, da baue ich vor allem auf die Jugend, auf die Bürgerinnen und Bürger. Das ist keine institutionelle Frage, das ist eine Bewusstseins-, eine Einstellungsfrage, eine Selbstverständnisfrage von Menschen. Wir müssen die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen, damit wir die Stärken, die Vielfalt ist auch eine Stärke, ja, auf den Boden bringen und in der kontinentalen Auseinandersetzung zwischen Russland, China, Amerika, Asien nicht zerrieben werden. Also es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen im Moment und ich sehe auch die jetzige Kommission unter Ursula von der Leyen als ganz, ganz wesentliche historische Markierung. Es ist zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Europäischen Kommission, was ich auch immer wieder betone, weil das ist nicht selbstverständlich und es ist wirklich ein Zeichen auch. Es ist eine verjüngte Kommission, es ist eine mehr weibliche Kommission, als das früher der Fall war, auch wenn es nicht ganz 50-50 ist. Wir haben, by the way, jetzt natürlich auch eine ungerade Zahl, weil ja Großbritannien nicht dabei ist und keinen Kommissar stellt im Moment. Wir werden sehen, wie der Brexit ausgeht. Aber es ist eine Zeit, die wirklich, im Englischen würde man sagen, challenging ist. Wir müssen uns diese Herausforderung stellen. Und die Herausforderungen sind auf der einen Seite natürlich der Schutz unserer Lebenswelt, unseres Lebensraumes, der Klimawandel, aber vor allem auch im Arbeitsbereich gelegen durch die Digitalisierung, im Bereich der Migration gelegen. Und all diese Dinge müssen wir angehen. Und was man hier sehr schön sieht, diese Themen kann man nicht isoliert betrachten, sondern es spielt alles auch in die anderen Themen hinein. Und deshalb setze ich mich wirklich mit Feuereifer und mit Herzblut und Schweiß und Tränen auch dafür ein, dass wir wirklich Lösungen hier zustande bringen. Der Klimawandel ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine Herausforderung, wie Europa in der Welt dasteht. Schaffen wir es noch, unsere quasi die Position, die wir haben, soweit wie wir zurückgerückt sind beim Thema Digital Leadership, nicht nur bei den Technologien selber, sondern auch bei der Technologieregulierung, wie man damit umgeht, dass wir das wieder aufholen und auch unsere europäischen Werte durch Regulierung von digitalen Unternehmen auch sprechen zu lassen. Das sind Dinge, die extrem wichtig sein werden für die Kommission, die jetzt ins Amt gekommen ist. Und ich hoffe doch, dass alle den Willen haben, da sehr konstruktiv daran zu arbeiten, weil das, was Europa nicht brauchen kann, sind einzig und allein jene, die nur daran arbeiten, zu bremsen und zu blockieren, in der nationalistischen Fraktion vor allem oder einzelne Bundesstaaten, weil wir alle haben ein Interesse daran, dass wir in diesen Themen etwas weiterbringen. Wie das dann genau in der Umsetzung ist, bei einzelnen Maßnahmen, darüber kann man sich sicher trefflich streiten, was auch der beste Weg ist. Aber wir müssen einfach mitmachen. Es gibt eine wachsende Euroskepsis, es gibt eine wachsende Verzweiflung, dass so viele Entscheidungen irgendwie anstehen und nicht getroffen werden, weil die Politik auch ein Stück weit entscheidungsfeig geworden ist, weil der Populismus zugenommen hat, weil das nicht das Führen, sondern das, wenn ich so will, blöd daherreden oft stärkere Motivation in den nationalen Staatskanzleien geworden ist. Denken wir nur an die Phase von Schwarz-Blau in Österreich. Und daher weiß ich nicht, ob es nicht das Wichtigste ist, dass Europa liefert.
Das heißt, die Sachlagen, wo die Menschen sich erwarten, dass Europa Antworten gibt, auch schnell zu reagieren. Und wir haben im Europaparlament jetzt auch gesagt, auch der Europäischen Kommission gesagt, Klimaschutz ist ein Riesenthema, eins der wichtigsten. Und ich bin froh, dass wir eine Sondersitzung schon des Europaparlaments haben, wo wir dieses Thema auch behandeln. Und ich erwarte mir auch, dass jetzt in den nächsten 100 Tagen die ersten Vorschläge kommen, dass Europa liefert. Und wenn es uns nebenbei gelingt, noch einen neuen Vertrag zu verhandeln, soll es mir recht sein. Aber mir ist viel wichtiger, dass mal auf der Sachebene gezeigt wird, dass nur Europa die großen Fragen beantworten kann und auch beantwortet. Die Migration, also die wird, die haben wir. Das ist Vergangenheit, Gegenwart und sie wird auch Zukunft sein. Da müssen wir geschlossen miteinander einen Weg einschlagen. Der Klimawandel, ja, der findet schon längst statt, aber es ist jetzt 5 vor 12, zu reagieren, zu agieren und wirklich auch umsetzungsmögliche Verordnungen zu erlassen. Es hilft nichts, wenn wir uns Ziele zu schnell zu hoch stecken und die nicht erreichbar sind. Dann verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Also es muss wirklich sinnvoll vorangegangen werden. Wenn wir jetzt auf die Gemeinden, auf die Regionen schauen, die Digitalisierung, da sehen wir wieder, es darf in den Gemeinden, in den Regionen zu keinem Nachteil einer Bürgerin kommen, im Gegensatz zu einem Bürger, der in der Stadt lebt. Und das ist ein Prozedere, das Zeit braucht und vor allem ist es ein Prozedere, das Geld braucht. Und als ehemalige Bürgermeisterin kann ich schon sagen, spätestens wenn man hier arbeiten darf oder auch nur zu Besuch ist, hört man auf mit diesem Kirchturmdenken. Es muss nicht mehr jede Einrichtung in jeder Gemeinde geben. Das war früher die Art und Weise, wie manch ein Bürgermeister Politik gemacht hat. Meine Gemeinde, ich. Und dann hat man durchaus manch Projekt gemacht, was nicht absolut Priorität gehabt hätte. Also in Regionen gemeinsam denken anfangen, den anderen mitleben, mit einbeziehen und nicht ausgrenzen. Nur so werden wir das schaffen, die Menschen am Land zu behalten. Und noch einmal, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehören unterstützt, dass das ganze Schulwesen betrifft, was heute schon erwartet wird, vom Nahversorger, von den Ärzten und alles und vieles mehr. Groß und ganzheitlich denken und dann werden auch die Regionen Beständigkeit haben.